Stell dir vor, Kari, wir hatten gerade einen total ungewöhnlichen Anruf. Mir hat eine Frau erzählt, dass tatsächlich bei ihr in der Wohnung heute Nacht eine Straßenkatze Babys bekommen hat. Also die muss über den Balkon reingekommen sein ins Wohnzimmer, obwohl sie einen Hund hat. Und jetzt hat die Katze mit ihrem Wurf da hinter dem Sofa Platz genommen. Die hat natürlich, die hat natürlich jetzt um Hilfe gebeten, weil sie möchte die Katze mit ihren Babys natürlich nicht weiter in der Wohnung behalten. Ich denke, wir fahren gleich los. Lass uns vorher noch ein paar Sachen einpacken. Also ich würde vorschlagen, dass wir die Babys separat transportieren, einfach um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden in diesem kleinen Skipper. Ja. Wenn wir den schön kuschelig auspolstern, dann haben sie es auch bequem. Und die Mutterkatze, je nachdem wie wild die ist, die fahren wir entweder mit dem Stülper, dass wir den einfach drüber stülpen. Oder nehmen zur Not unser Netz mit. Irgendwie kriegen wir sie dann und dann werden wir sie nach Blindo bringen. In unsere Katzenbabystation. Der Kind weiß auch schon Bescheid, der wartet. Ach, wunderbar. Gut. Ja, dann kannst du losgehen. Ne? Wir sind jetzt in Langwitz, in der Wohnung, in der sich diese Straßenkatze heute Nacht eingenistet hat, um ihre Babys zu bekommen. Die ehemals sehr scheue Straßenkatze hat sich anscheinend auf einmal als relativ zahm entpuppt. Wahrscheinlich hat sie hier Vertrauen auch gefunden, fühlt sich wohl und in Sicherheit in der Wohnung. Und jetzt schauen wir uns mal die kleinen Babys an. Das kann ich sagen. Guck, hier sind sie. Hier sind deine Kinder. Die Mieter der Wohnung haben jetzt natürlich mit dieser Katzenfamilie nicht gerechnet und möchten die Tiere auch nicht behalten, was auch verständlich ist. Sie haben auch eine Katze, sowieso schon sind berufstätig. Und deswegen fangen wir jetzt die Tiere ein, nehmen die kleine Katzenfamilie mit und bringen sie nach Werder an der Havel. Da haben wir eine Kitty-Baby-Station, speziell für Straßenkatzen-Babys bei unserem Projektpartner Berliner Katzenschutz. Nicht woanders hinbringen. Nee, jetzt will sie sie. Jetzt will sie sie woanders verstecken. So, eins der Babys hat die Katze weggeschleppt, als sie gemerkt hat, dass wir die anderen einladen, dass sich der Standort geändert hat. Und jetzt liegt sie hier versteckt in der Ecke und säugt es in aller Seelenruhe und schnurrt dabei. Ganz die Mama ist das. So, komm. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir setzen das Baby da rein und hoffen, dass die Mama auch mitkommt. Ich weiß, es geht gleich wieder zu deinem Baby, versprochen. So. Ja. Warum können die nicht zusammen transportiert werden? Ein Transport bedeutet schon immer, wenn man in die Kurve fährt, dass es ein bisschen unruhig im Auto wird. Und wenn die Katze jetzt auf dem Baby sitzt, ist die Gefahr, dass sich die Babys verletzen, zu groß. Deswegen transportieren wir sie separat. Aber sobald sie in Glindo sind, werden sie wieder zusammengeführt und können ihr normales Familienleben leben. Hallo. Hallo. Aha. Grüß dich. Grüß dich. Und? Was ist? Wie sieht's aus? Hallo Mama. Hat alles geklappt? Hat alles geklappt, ja. Lässt sie sogar anfassen. Toll. Die kann man vielleicht nachher sogar vermitteln. Super. Kommt, geh mal rein. Ja. Ja, wir bringen jetzt hier die Katzenfamilie, bestehend aus einer Mama, die sich erstaunlicherweise als relativ zahm erwiesen hat. Und die fünf kleinen Babys. Genau, sind doch 45. Ja. Du hast hier schon ein Gehege schön vorbereitet, ja, sehe ich gerade. Hat Personal schon alles gemacht, ja. Super. Und wie geht's jetzt weiter? Wir setzen werden jetzt die Babys jetzt erstmal in die Babybox einsetzen. Und dann lassen wir die Mama einfach hier raus und dann geht die automatisch wahrscheinlich gleich zu den Babys und sie erstmal putzen. Mhm. Weil ihr habt sie angefasst, ich muss sie jetzt anfassen, werde mich jetzt noch desinfizieren. Und dann werden wir einfach machen. Das Desinfizieren ist ganz, ganz wichtig, weil die Babys ja sehr empfindlich sind und die Abwehrstoffe,
oder die Abwehrkräfte gleich null. Die kriegen sie jetzt in den ersten Tagen ja von der Mama. In den ersten 3 Tagen, bis die Cholesterinmilch einschießt. Und dadurch ist es wichtig, dass man also sehr viel Hygiene darauf achten muss, also die sich nicht irgendwie infizieren. Ist ja niedlich hier. Der Kleine hier. Sind alle niedlich. Komm, ich bring sie jetzt. Bringen Sie jetzt rein. So, macht ihr bitte hinter mir bitte. Dann mal. Mit Sicherheitsgründen einfach mal. Zu. So, meine Liebe. Bitte schön. Hallo, junge Frau. Nun kommen Sie mal. Wir sind natürlich immer sehr froh, dass wir gerade wie in diesem Falle sehr, sehr kleine Katzenbabys bekommen. Denn wenn wir ältere Straßenkatzen in unsere Obhut nehmen, ist es öfter schon so gegangen, dass wir die gar nicht mehr gezähmt bekommen. Und kein Mensch möchte natürlich so einen kleinen wilden Tiger, der immer unterm Sofa sitzt, bei sich zu Hause aufnehmen. Das ist korrekt. Diese Babys können wir jetzt von vornherein an den Menschen gewöhnen und ihnen zeigen, dass die Menschen gar nicht so übel sind. Und die können natürlich dann auch später vermittelt werden. Ja, circa mit 10 Wochen werden sie vermittelt. In diesem Fall ungefähr so, würde ich sagen, Ende Mai, werden sie so weiter zu vermittelt werden können. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung, da haben wir wieder ein gutes Werk getan. Super. Schön.